Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollen wir wieder eure Kreativität bei der Videobearbeitung stärken. Wir freuen uns heute, den macOS-Nutzern von Filmora 10 gute Neuigkeiten mitteilen zu können. Mit der neuen Version von Filmora 10.2 für macOS-Geräte kamen nämlich ein paar Neuerungen mit. Und das sind die Neuerungen. Die erste Neuerung finden wir in der Fotobibliothek. Ihr habt nun direkten Zugang zu eurer Fotobibliothek von eurem Mac-Gerät. Ihr könnt nun also direkt Fotos und Videos von der Fotobibliothek in Filmora 10 verwenden. In der neuen Version wird nun auch der HEVC-Codec besser unterstützt. In Filmora Version 10.2 könnt ihr nun nämlich auch HEVC-Videos zum Instant Cutter Tool hinzufügen und dort auch schneiden und das sogar ohne Qualitätsverlust. Splitscreens. Auch wurden neue Templates für die Splitscreens hinzugefügt. Ihr könnt nun insgesamt 8 neue Templates wählen und somit euer Video nochmal etwas aufpeppen. Auto Reframe. Diese coole neue Funktion erkennt den Mittelpunkt in eurem Video und schneidet das Video dann passend zurecht. Außerdem verfolgt es auch automatisch die Bewegung, die in eurem Video stattfindet. Es kann zwischen verschiedenen vorgefertigten Bildverhältnissen ausgewählt werden oder eben auch das Bildverhältnis selbst angepasst werden. Diese Neuerungen sind ab sofort für die Filmora 10.2 Version für macOS-Geräte verfügbar. Ihr könnt die neue Version auf der Website von Filmora herunterladen oder geht einfach unten über den Link in der Videobeschreibung. Ladet euch das Update auf jeden Fall mal herunter und schreibt uns dazu, was ihr darüber denkt. Das Auto-Reframe-Feature ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und auch an die Windows-Nutzer da draußen, ihr müsst nicht enttäuscht sein, das Auto-Reframe-Feature wird nämlich auch demnächst kommen. Das soll es jetzt von diesem Video auch schon gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video.